Und da heiße ich euch herzlich willkommen zurück und ja, wir sind nicht mehr in dem Ding, weil das Nuker Galaxy ist und wir sind in der Galactic Zone. Ich war etwas verwirrt. Das Ding zeigt mir ziemlich übrigens also vorne hin. Da, die Richtung. Da, wow. Das zeigt sogar... Das ist so accurate? Nee, das glaube ich nicht. Ach, Hinweise. Hab's fast geschafft. Oh mein Gott. That's too easy, bitch. Bin die versteckten Cookies in der Galactic Zone. Nein, ich dachte, wir haben alle. Hier ist noch einer, oder was? Moment. Problem ist, ich kann so kein Licht anmachen. Da. Das ist Hinweis 9. Fehlt nur noch einer. Ja, und wir müssen noch in den Sternenhimmel. Da müssen wir rein und wir brauchen ja die den Chip, dass wir da waren. Als ehrenhafter Besucher. Wow. Das war einfach. Das war wirklich, das war sehr easy. So. Geil, dass es jetzt hier aussieht. Auch wenn die Bäume gerade ein bisschen zuppeln. Okay, der Wind ist ein bisschen komisch. Der letzte starb zu schnell. Ich lass echt nach. Ja, auf jeden. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Ist das schlecht? Misha hat ja eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Mann, ich habe echt das große Zittern. Kann seit Tagen nicht schlafen. Hast du viel Jet genannt? Oder was von dem neuen Carmax-Zeug, das Maddox gebraut hat? Ja? Das macht dich wieder klar. Scheiße, nein. Das ist der beste Kampf. Es ist total langweilig, seit Misha und die Teams gesteckt. Ich hab's nicht so mit an. Sprich mit Harvey. Bin die verschicken Cookies in, also okay. Nuketown, USA.
Was ist das? Die Unternehmer zu verstehen, ist gar nicht schwer. Alle wissen, wie man lebt. Bei den anderen Banden steht eher das Sterben im Vordergrund. Das ist Platzverschwendung. Das wollte ich auch nicht aufsammeln. Ich habe da aus Versehen hingefasst. Kennst du doch auch. Hier ist der irgendwo. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Es macht erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist. Ja. Das sind alle 10 Hinweise. Sollten zurück zur Sierra. Mal sehen, ob sie was damit anfangen kann. Mal sehen. Vor allem möchte ich gerne diese Scheiß... Warum kann ich die nicht mehr ablegen? Mein Hut ist weg. Und wie ist das so hoch? Wo ist denn die Sierra? Sierra Nevada. Da. Hoffen wir, dass sie die Corkis nicht zu gut versteckt haben. Ja, die waren schon nicht... Ich habe alle versteckten Corkis gefunden. Jeder mit einem Buchstaben. Super. Ich schaue mir die Buchstaben mal an. Tja, jeder, der so oft Werbeartikel von Nuka-Cola gesehen hat wie ich, wäre da schnell drauf gekommen. Die Buchstaben ergeben das Wort refreshing, also erfrischend. Das war einfacher, als ich erwartet hatte. Natürlich ist es einfach. Es war für Kinder gedacht. Oh, ja, habe ich vergessen. Ich nehme dieses ganze Nuka-Cola-Zeug wohl manchmal zu ernst. Die Tür müsste zu Brad Burtons Büro führen. Aber sie ist verschlossen. Man kann sie nur mit Hilfe des Tastenfelds öffnen. Ich denke, wir müssen nur die 10 Ziffern eingeben, die das Wort Refreshing ergeben. Du hast die ganzen Corky-Hinweise gefunden. Also solltest du auch den Code eingeben dürfen. Okay, dann. Das wär's. Die Tür ist offen. Gehen wir rein. Jawohl. I'm excited. Lass uns sorgfältig suchen. Hier gibt es bestimmt einige Überraschungen. Und die sind sicher gut versteckt. Bin mir nicht so sicher. Hier ist ein Klo. Hier ist ein Automat. Na, also. Okay. Ist, als würde man durch die Geschichte wandeln. Hier gab's New Coca-Colas. Oh. Hier ist nix. Was die Produktion von Nuka Cola Clear angeht, ich glaube, es ist klar, dass wir hier mit etwas Abstand die Fakten bewerten sollten. Projekt Kobalt hat uns Quantum gebracht. Ich denke, wir sollten ihr Marktpotenzial nutzen, bevor es jemand anderes tut. Außerdem wäre es ziemlich teuer, beide Geschmacksrichtungen in die Produktion aufzunehmen. Das Geld würde ich lieber für Quantum-Werbung nutzen. Und demnächst kommt die Geschmacksrichtung Zitrone-Limette auf den Markt. Dann müssten wir 2 durchsichtige Sorten mit unterschiedlichen Kampagnen bewerben. Angesichts dieser Fakten bleibt mir keine andere Wahl, als die Produktion von Nuka-Cola Clear für mindestens 2 Geschäftsjahre zu verschieben. Zu glauben, dass ich wirklich hier bin.
Die Formel ist garantiert versteckt. Brad Burton hätte sie niemals offen liegen lassen. Na, wahrscheinlich in dem Safe. Ist ja auch Brad Burton Safe. Das ist bestimmt nicht umsonst sein Safe. Schön. Wieso war denn der Generator? Was ist denn da los? Hören Sie mal, Brad Burton. Ich bin nicht aus DC gekommen, um mich hier verarschen zu lassen. Entweder geben Sie grünes Licht für Projekt Kobalt, oder ich marschiere direkt durch diese Tür und verschwinde. Wir entscheiden hier nicht über die Flaschenfarbe für unsere nächste Sorte, General. Sie wollen, dass ich Ihrem Team praktisch meine Labore und meine Getränkespezialisten überlasse. Sie müssen mir zusichern, dass meine Leute und meine Einrichtung mit dem Respekt behandelt werden, den sie verdienen. Sie wissen genauso gut wie ich, dass das nur blödes Geschwafel ist. Hören Sie auf, mich wie einen Ihrer Softdrink-Konkurrenten zu behandeln. Ich bin der Vertreter des US-Militärs. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass Sie eine großzügige Entschädigung erhalten werden. Jetzt reden Sie nicht weiter um den heißen Brei. Was wollen Sie? Na gut. Ich will am LeapX-Programm des Militärs beteiligt werden. Was? Woher zum Teufel wissen Sie davon? Sagen wir einfach, dass Sie nicht der Einzige sind, der in Washington Freunde hat, General. Ich habe das Programm seit der Einführung verfolgt und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Was? Die Möglichkeit, einen Menschen mit Hilfe einer Maschine unbegrenzt am Leben zu erhalten, so etwas hätte ich von der Armee gar nicht erwartet. Hören Sie, Sie wollen, dass ich diesem Angebot zustimme. Sorgen Sie dafür, dass ich auf der LeapX-Liste lande, dann unterschreibe ich, was auch immer Sie wollen. Ich wusste schon immer, dass Sie ein habgieriger Mistkerl sind, John. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Sie Angst vor dem Tod haben. Wenn Sie so viel über LeapX wissen, dann wissen Sie bestimmt auch, dass das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt und es noch viele Probleme zu lösen gibt. Es ist nicht so, dass Sie einfach einen Schalter umlegen können und dann für immer leben. Versuchen Sie gar nicht, es mir auszureden. Wir wissen beide, dass der Feind biologische und chemische Kampfstoffe entwickelt. Und meine Getränkespezialisten sind die besten Chemiker weltweit. Unsere Länder befinden sich in einem Rennen, bei dem es keinen zweiten Platz gibt, General. Also sollten Sie sich fragen, ob Sie es sich wirklich erlauben können, Nein zu sagen. Sie hatten das alles schon genauso geplant. Lange bevor ich hier ankam, oder? Na gut. Wenn Sie ins LeapX-Programm wollen, kann ich das arrangieren. Wissen Sie, Unsterblichkeit ist für Sie vielleicht genau das Richtige, Brad Burton. Es wäre doch schade, so ein Ego sterben zu lassen. Es ist, als würde... Wir müssen hier jeden Stein umdrehen. Wie kriegen wir das denn weg? Da ist ein Aufzug dahinter, aber ich krieg die Tür nicht, krieg das Ding nicht weg. Schau dir das an. Mr. Brad Burton, Sie waren ganz schön verschlagen. Kommst du mit rein oder willst du da rumstehen? Ich fahr hoch. Oh, okay, ich fahr runter. Huh! Holy. Wow. Was ist das hier? Das ist Schauen wir uns das mal näher. Der hat eine Vault. Ich glaube es nicht. Eine fucking Cola Vault. Warte mal, ist hier, Alter. Die Formel muss hinter der Tür da sein. Du bist nur wegen der Formel hier, ne? Ich wegen der Quest. Das sieht echt interessant aus. Komm,
Brad Burton. Oder zumindest sein Kopf. Wow. Wer? Wer bist du? Ich habe schon so lang kein echtes Gesicht mehr gesehen. Ich hatte alle Hoffnung verloren. Oh mein Gott. Es lebt. Er lebt. Mein Name ist Sierra, Sir. Ich bin ihre größte Bewunderin. Erinnert ich liebe Nuka Cola mehr als Hab alles andere. Zeit im Untergrund Was verbracht. Für eine Ehre. Du da, mit dem Pip-Boy. Was tust du hier? Ich? Du da, mit dem Pip-Boy. Was tust du hier? Das ist alles Sierras Idee. Sie ist hergekommen, um den versteckter Corky-Wettbewerb zu gewinnen. Der Wettbewerb. Das ist alles so lang her. Das war ein anderes Leben. Mhm. Bevor ich zu diesem Monster wurde, bevor ich hier Jahrhunderte in Einsamkeit leiden musste, das hatte General Braxton die ganze Zeit geplant. Verdammt! Er nannte es Projekt Kobalt. Im Austausch gegen meine Waffenpläne sollte ich Zugang zu lebensverlängernder Technologie bekommen. Haben wir gehört, ja. Ich bin so ein Idiot, dass ich ihm geglaubt habe. Er hat mir nie gesagt, dass dies hier der Preis dafür wäre. Wer war General Braxton? Er war ein hohes Tier in der Abteilung Waffen und Materialien des Forschungslabors der Armee. Er hatte großes Interesse an meiner Forschung zur Quantenmechanik und bot mir einen Handel an. Für meine Hilfe bei einem streng geheimen Waffenprojekt erhielt ich Zugang zu einem experimentellen Verfahren, das mein Leben künstlich verlängern sollte. Ich, Dummkopf, bin sofort darauf eingegangen. Für meine Kurzsichtigkeit habe ich auf jeden Fall bezahlt. Eine Waffe? Nicht zu fassen. Warum sollte ein Genie, das der Welt so viel Freude bereitet hat, sowas Zerstörerisches erfinden? Ein Genie ist rastlos. Es muss wachsen, neue Herausforderungen suchen und Grenzen testen. Ja, deshalb eine Waffe. Es sollte eine quantenoptimierte Variante des tragbaren Standardsprengkopfs sein. Die Prototypen befinden sich sogar in dieser Kammer. Du kannst sie haben, unter einer Bedingung. Ja. Ich will, dass du die Maschine abschaltest, die mich am Leben hält. Ich will sterben. Was? Nein! Mensch, du bist ein Kopf ohne Körper, gefangen im Vault. Du hast so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Trotz deines Sarkasmus hast du erkannt, was für eine Hölle auf Erden ich hier erlebe. Du kannst ihn nicht töten. Er ist ein großer Mann. Er hat Nuka Cola erfunden. Das Beste auf der Welt. Junge Dame, du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Qual es ist, hier allein zu sein und jahrelang dieselbe Wand anzustarren. Also halt bitte den Mund, während ich mit der rational denkenden Person rede. Mir ist klar, dass das nicht einfach ist, aber für dich springt auch was dabei raus. Wenn der Strom abgeschaltet ist, öffnet sich die Tür zum Tresorraum automatisch. Bedien dich. Wie kann es eigentlich sein, dass dir... Ist egal. Also, bitte, befrei mich endlich. Ich kann diese Einsamkeit nicht mehr ertragen. Wie seid ihr noch Strom, meine ich? Warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. Mr. Brad Burton will sterben, weil er einsam ist, richtig? Naja, ich könnte bei ihm bleiben, ihm Gesellschaft leisten und mit ihm reden. Er ist schließlich sowas wie ein Held für mich. Ja, aber wenn ich den Strom nicht abschalte, bleibt der Tresorraum zu. Und ich bekomme die Munition nicht. Ich weiß, aber ich habe etwas anderes, das ich dir dafür anbieten kann. Hör mir einfach zu. Ich habe einen Nuka-Cola-Anzug aus einer Sonderkollektion. Der ist echt schick. Und es wurden nur wenige davon hergestellt. Er ist einer meiner größten Schätze. Aber ich wäre bereit, ihn dir zu überlassen. Ein Nuka-Cola-Anzug? Das ist armselig im Vergleich zu dem, was ich dir anbiete. Deine Entscheidung. Aber ich bitte dich, mir meinen Wunsch zu erfüllen. Niemand sonst kann mir helfen. Irgendwie tut er mir leid. Ich würde es nicht aushalten als eingefrorener Kopf, so ganz ohne Nuka-Cola.
kann ich ja nicht mal diese Fuck-Brille abnehmen. Das ist ja wohl nicht dein Ernst, dass ich die immer noch auf hab. Geht doch. Kannst du dir vorstellen, jahrhundertelang so gefangen zu sein? Mr. Bradburn, es tut mir leid. Vielleicht hast du das Richtige getan. Ich weiß es nicht. Ich bin hin und her gerissen. Der Erfinder der Nuka-Cola. Das war eine einmalige Gelegenheit. Betonung auf wahr. Hallo, Sierra. Unfassbar, dass ein kluger Mann wie Mr. Bradburton geglaubt hat, dass er für immer leben kann. Er hatte wohl Angst vor dem Altern. Unfassbar, dass ein kluger Mann wie Mr. Bradburton geglaubt hat. Guck mal, was hier liegt. Immer leben kann. Er hatte wohl Angst vor dem Alter. Nett. Ja, auf jeden Fall. Bust im Back. Wozu die Mühe? Ist doch Müll. Ich würd's wegwerfen. Du wolltest das Nuka-Cola-Rezept? Hier ist es. Es war also wirklich hier. Vielen Dank. Aber verziehen habe ich dir noch nicht. Du hast den Mann umgebracht, der mein größter Held war. Der die Softdrink-Branche revolutioniert und Millionen Menschen zum Lachen gebracht hat. Wer bist du, dass du hier einfach reinmarschierst und alles kaputt machst? Er hatte eine Entscheidung getroffen, die ich respektiert habe. Das solltest du auch. Ja, stimmt schon. Es ist nur, ich hätte mir nie träumen lassen, jemals mit Mr. Bradburton persönlich sprechen zu können. So eine Gelegenheit zu bekommen. Und dann wird sie einem weggeschnappt. Das war hart. Trotzdem werde ich nicht vergessen, dass ich einen tollen Augenblick lang den Mann getroffen habe, der Nuka-Cola erfunden hat. Das werde ich nie vergessen. Nie im Leben. Und ohne deine Hilfe wäre das nicht passiert. Danke. Jetzt, wo du das Nuka-Cola-Rezept hast, was willst du damit machen? Ich bin zwar keine Chemikerin, aber vielleicht versuche ich zum Spaß mal ein paar Flaschen herzustellen. Und wenn das nicht klappt, habe ich immerhin ein neues Herzstück für meine Sammlung. Hier. Ich weiß, es ist nicht viel, aber du hast sehr viel mehr als deine Pflicht getan. Ich glaube, ich bleibe noch etwas hier. Mal sehen, was ich sonst noch finden kann. Wenn ich hier fertig bin, brauche ich bestimmt ein größeres Haus für mein Nuka-Cola-Museum. Bleib doch einfach in dem Museum hier. In dem Haus hier. Nice. Was können wir denn jetzt lernen? Was haben wir ja schon? Ah ja, das hier. Der Lady Killer. Korki im Heuhaufen. Was Merlis... Merlis... Cola. Cola-Kaffee. Wie Kobold. Halt. Leap X. Lass mich mal durch. Boah. Gute Karre. Die lasse ich mal so stehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Freunde, wenn es wieder heißt Fallout 4. Ciao!